Herzlich willkommen, meine Lieben, zu Silent Still. Hat aber nichts mit Silent Hill zu tun, wie man vielleicht annehmen könnte, wobei ich annehme, die Assoziation ist auch ein Stück weit gewollt, aber inhaltlich handelt es sich um was völlig anderes. Und hierzu im Vorfeld etwas gefährliches Halbwissen. Der Schlaf geht durch mehrere Phasen im Wechsel, während man normalerweise gesund schläft. Und zwar hat man seine Tiefschlafphasen und dazwischen seine REM-Schlafphasen, in denen der Geist relativ aktiv ist, aber der Körper paralysiert, damit eben jener nicht aufsteht während der Phase. REM bedeutet Rapid Eye Movement und daran ist diese Schlafphase äußerlich auch gut zu erkennen. Da bewegen sich nämlich sehr schnell die Augen hin und her. Jetzt können zwei Dinge passieren. Entweder diese Paralyse ist nicht vollständig, dann kann es passieren, dass man schlafwandelt. Oder aber die Paralyse bleibt vollständig, aber man wird wach. Und dann hat man ein äußerst angsteinflößendes Erlebnis, dass man nämlich wach im Bett liegt und sich nicht rühren kann. Hat vielleicht schon mal die eine oder der andere erlebt. Und basierend auf diesem Erlebnis werden wir jetzt ein Spiel spielen. Und ich bin gespannt, was die Entwickler daraus gemacht haben. Los geht's! Haben wir auf? Okay, es war ein sehr ermüdender Tag bei der Arbeit. Ah, etwas Licht, sieht direkt ein bisschen freundlicher aus. Ist das vielleicht der Schalter für das Wohnzimmer? Er läge ein bisschen komisch, aber ja, doch, ist er. Gut. Ja, sieht ja erstmal sehr pfleglich und wenig besorgniserregend aus. Tasche auf die Couch legen. Geht klar. Wie mache ich das? So. Okay. Okay, ich muss dringend zur Toilette. Na dann. Wo ist die Toilette? Bitte nicht hier. Ach, nebenbei erwähnt, es gibt wohl keine Rücksetzpunkte. Wir müssen das Spiel in einem Schwung durchspielen. Das sieht irgendwie so nach Außentür aus, aber erneut wurde ich getäuscht. Es ist ein Bad. Gut. Die Maus ist aber sehr wenig sensitiv, so. So manuell geändert. Okay, ich nehme mal an, das ist ein Mann. Ja. Ich hatte irgendwie angenommen, wir spielen eine Frau bei dem Thema. Weiß auch nicht warum. Hast du fein gemacht. Fein Pipi gemacht. Okay, ich mach besser das Licht aus. Damit die Motten nicht kommen. Gut, mach das. Mich zieht's aber jetzt langsam mal Richtung Bett. Ich will die gruselige Erfahrung machen. Ja, ist das mein Schlafbereich? I need to change my clothes before going to sleep. Ist okay, aber deshalb werde ich ja wohl hoffentlich trotzdem Licht machen können. So, gut. Alles klar, wechsle ich hier meine Kleidung? Nein. Hier? Hier? Wandschrank? Okay, lässt sich nicht öffnen. Soll ich hier meine Dreckwäsche vielleicht hinwerfen? Nein. Jetzt gehen mir langsam die Ideen aus, wie ich das machen soll. Was liegt denn hier alles? Battle until death, eyes wide open. Achso, das sind so diese verhundepiepelten bekannten Buchtitel für die Unreal Engine. Die sind in der Tat ganz witzig. Lohnt sich da mal drüber zu schauen. Tja, ich habe so den Eindruck, da soll ich rein, aber es geht nicht. Hier vielleicht. Ach je, was soll ich denn jetzt meine Kleidung wechseln?
Ob ich jetzt einfach mal aufs Bett gehe? Was soll schon passieren? Im Zweifel gar nichts, ne? Ja, und so ist es dann auch. Irgendwas funktioniert hier nicht. Ah, jetzt geht's. Okay. Na dann. Gut. Wonach sortiert er das? Das sieht alles ziemlich egal aus. Ich glaube eher, wenn ein Korb voll ist, stellt er einfach den nächsten daneben, um ihn zu füllen. Okay, Licht aus, damit ich besser schlafen kann. Gerade hier so ein bisschen hakelig mit der Steuerung. Ich kann das Licht nicht mehr abschalten. Soll ich vielleicht alle Lichter abschalten? Hier geht's schon mal. Reicht das vielleicht schon? Ja. Ich bin so müde. Ich werde gut schlafen für die Arbeit morgen. Ich werde mal den Ton etwas höher für euch drehen. Ich könnte mir vorstellen, dass sich das bei dem Spiel lohnt. Gut, und der Gute schläft. Okay, Kapitel 1, die erste Erfahrung. Es klingt aber nach einem sehr unruhigen Schlaf. Oh, ich kann mich nicht bewegen, ich kann nicht sprechen. Was passiert? Es kommt keine Stimme aus meinem Mund. Was soll ich tun? Bin ich wach? Gut, ich hatte zum Glück schon vorher erklärt, was das sein könnte. Ja, das, also ich hatte das auch mal. Das ist eine furchtbare Erfahrung. Vor allem, wenn man nicht weiß, womit man zu tun hat. Hallo? Ist da jemand? Oh, da ging das Licht an. Oh, jetzt geht ein anderes aus. Das Wohnzimmer, das dichter bei mir ist. Okay. Das will ich so nicht. Das passiert hoffentlich einfach so nur. Na gut. Ich arrangiere mich allmählich damit. Werde ich vielleicht für meine furchtbare Unordnung im Wäscheschrank bestraft? Okay, es ist alles gut. Ich bin sicher, es ist alles okay. Wer ist da in der Küche?
Will ich das wissen? Oh, jetzt ist es dunkel. Hör? Da kam ein Geräusch von rechts. Jetzt ist wieder Licht an. Oh, es kommt näher. Heilige Scheiße, wer bist du? Hey, antworte mir. Was zur... Oh, gemerkt, er kann nicht sprechen, er denkt es nur. Okay, die Füße sind wieder weg. Oder das Bein. Warum flackert das Licht? Warum ist da dunkel? Ich höre Schritte. Das sind bestimmt nur Schwankungen in der Leitung. Da kam was durchgekrabbelt. Habt ihr das auch gesehen? Da. Hä? Musik? Von den Nachbarn vielleicht? Irgendwas ist mit mir in diesem Raum. Ich mag das nicht. Ich kann versuchen, mich zu bewegen. Probier's. Hat, glaube ich, nicht geklappt. Nee. Es funktioniert nicht. Ich kann mich immer noch nicht bewegen. Mist. Ich träume ja vielleicht auch einfach nur. Da war ein Psst. Warum war da ein Psst? Ich kann nichts sehen. Eine Hand. Ein... Hallo? Ich... will... hier weg. Okay. Es wird ganz schön dunkel. Ja. Es ist vielleicht wieder alles gut. Na gut, es ist wohl wieder alles normal. Da ist niemand. Ja. Es war ein Albtraum. Alles gut. Wir können entspannen. Schlafen. Fuck! Ach du Scheiße. Was war das? Es war ein Traum, aber es war so real. Drei Tage später. Okay, das war's also. Schlafparalyse, hä? Oh Mann, das hat mir einen Riesenschrecken eingejagt. Er hat sich belesen. Okay. Andrew Toxic. Okay. Ich bin hungrig. Ich sollte was essen, bevor ich schlafen gehe. Okay, da bin ich dabei. Gut, vielleicht erstmal... Oh. Ich habe gar keinen Kühlschrank, oder? Doch hier. Ah ne, das ist eine Spülmaschine.
Kriegen jetzt was zu essen her. Gute Frage, oder? Also. So, Moment. Hier war doch gestern. Ah, hier ist der Kühlschrank. Okay. Was haben wir denn? Hack, Hack und Hack. Was haben wir hier? Ah ja, ein Fertiggericht. Und das scheinen mir Brote zu sein. Na dann. Na dann, hau rein. Ich sollte mir eine Mikrowelle kaufen. Das Essen ist kalt wie Eis. Eating. Eh immer zum Essen. Essen ist anstrengend. Essen ist harte Arbeit. Sag mal. Gut. Na, bist satt, mein Gutster? Oh, ich bin so voll. Ich fühle mich schon so schläfrig. Lass mich raten, du willst schlafen gehen. Okay, ich kann nicht mit Licht schlafen. Dann machen wir Licht aus. Kein Problem, Bruder. Und wir schlägen ihn schlafen. Ah, die Erfahrung lässt mich immer noch erschaudern. Ich will das nicht nochmal erleben. Hoffen wir das Beste für ihn und für uns. Kapitel 2. Außerkörperliche Erfahrung. Okay, ich glaube, es geht wieder los. Ja, es geht wieder los. Ich muss aufwachen. Das macht mich wahnsinnig. Okay, ich werde es wieder versuchen. Scheint nicht so, als würde es klappen. Nee, ich kann mich immer noch nicht bewegen. Naja, vielleicht passiert ja auch einfach nichts, bis ich wieder schlafe, oder? Man darf doch hoffen. Naja, es passiert nichts. Es ist alles gut. Alles gut. Ja. Da war ein Rums. Warum war da ein Rums? Eine Stimme. Vielleicht von dem Mann. Warum flackert das Licht? Ach, der Fernseher ist an. Ah, der Fernseher ist an. Alles gut. Das kommt vor. Es ist nur der Fernseher. Warum ist er wieder aus? Warum war der überhaupt an? Hä? Tja, es ist... ich mag es ja dunkel, also... Das ist jetzt
Kein Nachteil oder so. Da, ja, mehr dunkel, genau. Ja, es ist gruselig, verdammt. Wem will ich hier was vormachen? Das ist verdammt gruselig. Schlaf. Okay, da war wieder ein Rums. Ich kann da gar nichts mehr sehen. Guten Abend. Gute Nacht. Und das Licht ausgemacht. Und im Bettchen ist es warm. Vielleicht kommt ja noch Alarm. Ja, es ist nicht gut. Es ist nicht gut. Es steht direkt vor mir, ja. Das ist aber vielleicht wie mit Spinnen. Solange es da drüben ist und ich sehen kann, ist alles okay. Ah, jetzt ist es weg. Jetzt beginnt das Problem. Ich sehe nichts mehr. Doch, ich sehe wieder was. Und ich sehe nichts. Also, bis schon. Es ist gleich vorbei. Darf ich jetzt wieder schlafen? Oh, da steht wieder jemand. Ich kann's sehen. Ich will aufwachen. Es ist so gruselig. Aufhören. Ja, ich verstehe deinen Appell, Dude. Ich leide mit dir. Wir schaffen das. Hallo? Es geht mir gut. Kein Grund herzukommen. Ich brauche keine Hilfe. Oh nein. Okay, probieren wir es nochmal. Vielleicht können wir dem Albtraum mal ein Ende setzen. Bevor uns ein Ende gesetzt wird. Warum schwebe ich? Ich glaube nicht, dass das so sein sollte. Ich wollte aufstehen. Nicht fliegen. Aber ich kann gehen. Okay. Ist das Schlafwandeln oder was ist das? Ich will hier eigentlich nur noch weg. Da brennt Licht, aber es macht den Raum nicht hell. Ich glaube, ich lieg da noch. Das ist nicht okay. Ich lieg da tatsächlich noch. Es hat hier geklappert. Okay, wo ich schon auf bin, obwohl ich nicht auf bin, kann ich ja nochmal was essen. Oder Fernsehen. Ah! Nein. Nein, das brauche ich jetzt nicht. Ich muss auf mich aufpassen. Oh Gott. Oh mein Gott. Steh auf, Dude. Steh verdammt nochmal auf. Das ist nicht gut, was hier passiert. Ah. Das klingt nicht gut. Oh, fuck. Zwei Wochen später.
Endlich. Arbeit beendet. Wie spät ist es nochmal? Ich habe die Zeit aus den Augen verloren. Sollte ich schlafen? Oh nein, ich muss diesen Bericht noch abschließen für das Büro. Noch heute. Ich sollte jetzt gehen, dann kann ich schnell nach Haus. Was willst du hier, Dude? Das ist ein Albtraum hier. Gut, ich glaube, ich soll meinen Rucksack nehmen, genau. Gehe ich mal zur Arbeit. Okay, ich sehe, ich habe Mittel gefunden, mich zum Schlafen zu bringen. Warum kann ich da nicht durch? Habe ich irgendwas vergessen? Muss ich das vielleicht noch mitnehmen? Ja. Ich bin irgendwie im Interieur gefangen. So, jetzt habe ich alles. Sehr schön. Okay. Und weg. Hübsch haben wir es hier. Bei der Arbeit. Es ist so still um die Zeit. Die Nachtschicht hilft mir wirklich, den Stress des Tages zu entfliehen. Ich glaube, sowas hat er da gesagt. E2USP, Shift to Exit. Wo ist denn mein PC überhaupt? Hier ist kein PC, das ist auch eher ein Besprechungsraum. Das sieht nach Arbeitsräumen aus. Welcher davon ist denn meiner? Ja, hier, gut. Dann arbeiten wir mal am PC. 8.33 Uhr, ne, das geht doch noch. Okay, es könnte abends 8.30 Uhr sein, okay. Fotogalerie? Was haben wir denn für Fotos? Oh, ist der süß. Good boy. Oh. Okay, süße Hundefotos. Ist okay. Calculator. 2 plus 2. Gleich. Ja, gut, plus 22, dann passt das. Senden wir ihn gern. Settings, oh, wir können einen anderen Hintergrund auswählen. Den finde ich gut. Video Player, Left Behind. Ey, das habe ich gespielt. Das ist ganz nett. Stranded habe ich nie gespielt. Though Shout Not Kill fand ich echt schlecht. Gut, wir schauen jetzt aber keine Werbetrailer an, würde ich sagen. Kill me, please. Das ist Kill Me Please. Okay, das ist alles furchtbar. So, wir machen es wieder aus. Messaging. Okay, type something. Ah, hier habe ich das Bild her. Horse. Shit. Okay. Go fuck yourself. Den mögen wir offenbar nicht so. Okay, das erspare ich uns auch. Was ja nett ist, dass alles so angelegt ist. Okay, important matter. Hope this email finds you well through reviewing your application portfolio und so weiter. Muss ich alles nicht wissen. Was habe ich mir denn so runtergeladen? Gar nichts. Das ist das Reminder. Brauchen wir nicht. Webbrowser. Google.de. Oh, keine Connection. Ich bin quasi offline. Das kann doch nicht gut gehen.
sondern für Widgets. Ich sehe hier irgendwie nicht den Punkt Arbeit. Okay. Hier beklage ich mein Elend. Das haben wir aus erster Hand erlebt. Ich würde sagen, wir sind hier fertig mit Arbeiten. Sofern man das Arbeit nennen kann. Warum ist es auf einmal so hell? Gut, können wir hier rein? Ja. Weitere Arbeitsplätze. Kann ich jetzt wieder gehen oder was ist die Idee? Können wir das jetzt harte Arbeit nennen, was wir da gemacht haben? Die Bilder sind übrigens extrem furchtbar. Also mit dem kann ich ja noch leben. Mit dem da hinten auch, aber das hier ist einfach furchtbar. Das ist auch okay. Also ich würde jetzt wieder gehen. Kann ich aber nicht. Ich muss doch irgendwas an meinem PC erledigen, wie es aussieht. Komm hier aber an der Stelle nicht mehr weg. Das ist ein Problem. Ah, ich komme wieder raus. Gut. Beruhigend. Gut, ich muss also noch irgendwas erledigen, wie es aussieht an meinem PC. Schauen wir uns das nochmal in Ruhe an. Und der Check ist... Okay, dann versuchen wir die mal zu öffnen. Okay, also. www. Next Gen Solutions. Solutions.com. Geht nicht. You can use the build and virtual assistant by talking to the mic. Hey, Cory. Wake up, Cory. Ah, hier passiert ja was. Hi, Cory. What's up, Cory? Open Music Player. Yo, Cory. Open Music Player. Interessant. Ich bin gerade ein bisschen weitergekommen. Ich habe die Seite geöffnet und habe eine Secret Note bekommen. Congratulations, Kenneth. Du hast diese Notiz gefunden. Ich würde dir am liebsten sagen, dass du jetzt befördert bist. Das heißt, du musst jetzt die Arbeit von 3 Leuten erledigen, während dein Gehalt das gleiche bleibt. Haha, ich mache nur Spaß. Ich habe von deinen Mitarbeitern gehört, dass du planst aufzuhören. Du hast wesentlich zur Firma beigetragen und ich würde dich nicht gern gehen sehen. Also lass uns einen Deal machen. Ich befördere dich und erhöhe dein Gehalt, aber geh nicht, okay? Wir alle zählen auf dich. Sei sicher, dass du den Report auf dem Meeting, auf dem
Meetingraum-Tisch legst, dass du nach Hause gehen kannst. Wir sind alle eine Familie. Danke, dass du bleibst. Dann mache ich das doch mal. Werde ich mal hingehen und irgendwas auf den Schreibtisch legen. Ich weiß immer noch nicht, ob ich gehen soll oder nicht. Die Arbeit ist so stressig. Mehr konnte ich leider nicht mehr lesen. Okay, ich denke, ich muss jetzt eine Entscheidung treffen. Das reicht. Ich gehe nach Hause und leg mich schlafen. Schöne Feierabendmucke. Verdammt, Axe, ich dachte, die Musik läuft jetzt immer weiter für den Rest des Spiels. Okay. So viel Verkehr. Ich bin total verschwitzt. So, willst du dann vielleicht duschen oder so? Ist alles gut? Das Bad kann ich gar nicht. Oh, hier stehen schon Umzugskartons. Oh, die standen da, glaube ich, vorhin beim letzten Mal auch schon. Okay, ich sollte duschen und frische Kleidung holen. Habe ich die jetzt genommen? Ah, doch, erstmal hier rein. Da holt er die her? Okay, er will baden. Aber ich nehme an, er hat diesen Kartons Unterwäsche oder sowas. Hoffen wir es einfach mal. So. Manchmal ein bisschen komisch. Man muss die richtige Entfernung finden. Naja, schon Wasser drin. Feini. Mit Hose. Okay. Ist wahrscheinlich eher der Zensur geschuldet, der Selbstzensur. Ja, fühlt sich gut an. Ohne Hose wird sich besser anfühlen. Aber jetzt nicht einschlafen. Ah, so entspannt habe ich mich schon lange nicht mehr gefühlt. Er düst ein, oh nein. Ah, gut, gut, gut. Und er kann sich auch noch bewegen. Mhm. Bitte. Bleib wach. Wir wissen, du bist nicht gut im Schlafen. Kapitel 3. Wer bist du? Nein, 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 nicht schon wieder. Ist er noch in der Planschewanne? Ich mag das nicht. Ich mag das wirklich nicht. Beweg dich doch einfach, Dude. Da hat sich eine Tür bewegt. Ich glaube nicht, dass der Wind war. Wer macht da Licht aus? Nein, 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 nein.
Ja. Nicht gut. Da war jemand. Ich hab's gesehen. Ich glaube, der will zum Fenster raus. Alles gut. Will gar nichts von mir. Er kann mich nicht riechen, weil ich so sauber bin. Darf ich hier raus? Vielleicht ist ja auch diesmal gar nichts, weil ich so schön entspannt bin. Ich hoffe, ich habe noch ein anderes Handtuch. Das kommt mir ein bisschen klein vor. Den Spiegel könnte ich auch mal wieder putzen. Aber Klopapier habe ich genug. Moment, war da was? War da was? Nein, da war nichts. Alles gut. Warum habe ich mir Vasen für dieses Regal gekauft? Das Regal existiert nur wegen dieser Vasen. Das eine bedingt das andere. Wenn ich doch aber gar keine Vasen will, warum habe ich ein Regal für Vasen und Vasen? Ich glaube, ich will das nicht mehr. Dann wäre der Raum auch viel größer. Ich könnte einen Flipper hinstellen. Oder eine Musikbox. Ah, okay. Ist schon wieder da? Lass mich allein, bitte. Ich bin sicher, du bist der Nette? Annette? Ist sie weg? Für immer? Wie kann das sein? Da war was. Ich bin sicher, da war was. Versuche wieder aufzuwachen. Das ist eine gute Idee. Ich unterstütze den Plan durch heftiges E-Button-Mashing. Ich kann nicht aufstehen. Es ist so schwer zu atmen. Ja, dann atme halt nicht. Hallo. Komm mir nicht näher. Kenn dich gar nicht. Geh weg. Kennst du mich? Oh Gott. Was tust du? Ich kann nicht atmen. Kann ich atmen?
Okay. Das hat dich gelungen, ehrlich. Ich wollte es nicht vorwegnehmen, aber die Bewertungen sind sehr durchmischt und von den guten kommen einige von Leuten, die es kostenlos erhalten haben und von Accounts, die überraschend wenig bisher bewertet haben. Das wirkte so ein bisschen fingiert, aber das Spiel ist gut. Ich find's okay. Kostet auch nicht viel. Kann man machen, war mal was anderes. Ja, ich hoffe, euch hat's auch gefallen. Ich bedanke mich ganz herzlich fürs Zusehen. Wünsche euch alles Gute. Bis zum nächsten Mal.